Wasser. Und wieso es so wichtig ist, Wasser zu trinken? Du weißt, dass wir als Erwachsene 60 bis 70% aus Wasser bestehen. Und wir können ca. 30 Tage ohne Essen überleben, aber etwa nur 3 Tage ohne Flüssigkeit. Deswegen ist es wichtig, dass du regelmäßig viel trinkst. Stell dir vor, du schläfst und verlierst dabei auch Wasser. Wenn du morgen aufstehst und erst gegen 12 vielleicht deinen ersten Kaffee trinkst, du kannst dir vorstellen, was da passiert. Deine Niere braucht bis zum 1 Liter nur, um zu funktionieren. Und unser Leber, genauso wie unser Niere, hat auch eine Möglichkeit zu entgiften. Und wenn unsere Niere nicht genug Wasser bekommt, muss Leber teilweise diese Aufgabe übernehmen. Das heißt, unser Leber kann sich nicht mehr mit Fettstoffwechsel beschäftigen, weil es unser Niere hilft zu entgiften. Und wenn du genug Wasser deinem Körper gibst, kann Leber sich wieder mit Fettstoffwechsel beschäftigen. Also viel Wasser trinken. Gleich nach dem Aufstehen 2 Gläser Wasser. Soll auf jeden Fall deine Regel sein. Und vor jedem Essen 1 Glas Wasser. Oder du kannst dir zum Beispiel so eine Erinnerung geben, Wasser raus, Wasser rein. Das heißt, bist du am Klo gewesen, soll auf jeden Fall Wasser jetzt noch dazu kommen. Und stell dir überall in jedem Zimmer, wenn du wahrscheinlich zu Hause bist, Flaschen mit Wasser oder Gläser mit Wasser, damit du dich immer erinnern kannst, viel zu trinken. Also, gib Gas mit Wasser trinken, das ist gut für deinen Körper, gut für deinen Stoffwechsel und du wirst mehr Kalorien verbrennen, nur durch Wasser trinken.